Auszubildende des Monats, was für ein Titel, und er geht nach Mönchengladbach an Constanze Boss. Sie macht ihre Ausbildung in der Zimmerei, Dachdeckerei Meister Röders und ist für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet worden. Constanze Boss hat sich bewusst für den Beruf entschieden, ist mit ganz viel Leidenschaft dabei und sie ist eben auch Botschafterin dafür, dass man eben auch die Perspektiven des Handwerks sieht. Und so hat sie jetzt hier erstmal mit einer Ausbildung begonnen und wir sehen, sich genau richtig entschieden. Mein Großvater war Architekt und ich habe halt früher auch schon viel dann mit in der Werkstatt irgendwie gemacht, so Kleinigkeiten gebaut. Ich fand das dann irgendwie immer interessant, auch Architekt zu werden, das irgendwie fortzuführen quasi, was der schon gemacht hat. Da das mit der Ausbildung näher lag als mit dem Studium, hat meine Schwester dann irgendwann gesagt, ja, dann geh doch einfach ins Handwerk. Dann war das irgendwie dieser Gedanke da und dann ist er auch nicht mehr weggegangen. So in dieser Kombination Zimmerei, Dachdeckerei finde ich das sehr schön. Dann bin ich hier hingekommen, ich habe 3 Tage Probe gearbeitet und dann war der Vertrag unterschrieben. Also sie ist einfach eine erfrischend junge Frau, die genau weiß, was sie will. In der Schule orientiert worden in Richtung Studium, aber ihr Herz hat für den Werkstoff Holz geschlagen und sie hat gesagt, ich will das machen. Und sie macht das mit so viel Leidenschaft und sie steckt andere an. Das ist fantastisch. Und wo eine junge Frau begonnen hat, kommt die nächste dazu. Ich hatte am Anfang auch Angst, dass das quasi immer so das Nummer-1-Argument wird, wenn ich irgendwas nicht kann. Ja, du bist eine Frau, bla bla bla. Aber tatsächlich, ich würde mich nirgendwo mehr aufgehoben fühlen als im Handwerk. Weil es gibt viele Frauen, die da genauso gut mithalten können, für die das genauso ist wie für irgendwelche Männer. Das Handwerk war die richtige Entscheidung.